Hallo Leute, ich habe es geschafft, mit Selfound und MF Gear auf Level 84 zu leveln. Und habe zwar, dass ich nicht so viel spiele, trotzdem recht gute Items gefunden. Und ich möchte einfach mit euch jetzt ein paar Sachen zeigen. Dieses Spiel so ausmacht und eventuell eine Gilde gründen und dann halt wieder umswitchen auf einen Handelscharakter, also einen Charakter, der die Items auch erhandelt oder umtauscht mit der Gilde. Und ist gut, dass das Spiel jetzt nicht mehr so viel Spielzeit braucht. Die meisten Builds wurden so OP jetzt schon, dass es eigentlich nichts ausmacht, dass man eigentlich ab und zu immer wieder stirbt. Weil das Spiel hat einfach immer wieder Gegner, die einen 1000-mal mehr Schaden macht, als die Live-Kugel gefüllt ist. Und das macht ja das Spiel natürlich nicht so sehr interessant für Leute, die einfach nur etwas ausprobieren wollen oder wie ich immer auf Magic Find geskillt ist. Und die meisten Items kann ich nicht tragen. Ich habe hier die Facebreaker, da kann ich keine Waffe tragen, ohne dass ich so viel Schaden verliere. Und muss Tabula Rasa nehmen, weil ich kein Zigzag-Sockel-Linked Item finde, also Rüstung. Und habe zu wenig Attributspunkte für zum Beispiel hier Alphas Haul. Oder eben, ja, es ist halt nicht leicht. Und für mich ist es der stärkste Build. Ich hatte mit anderen Builds sehr viele Probleme mit Magic Find. Und da die KI von den Pets oder so, also von den Minions, nicht so gut ist, habe ich einfach so die Probleme. Also ich habe viele Builds probiert, aber das ist der beste, auch wenn er auch mit Minions ist, aber eben AOE. Also ich habe den Ancestral Warchief Skill, den Toten, und er macht einfach fett Damage. Also ja, hier ist 7,7000 Damage, also 7764,9 Damage. Und das ist schon genug für T8 Maps. Also ich hatte sehr viele T7 Maps gemacht, mit zum Beispiel hier Frenzy Charges und Power Charges immer 20 Sekunden. Oder Skills Chains, das ist sehr schwer für mich als Toten-Ding, weil ich ja nur zweiten Toten sammle momentan. Und das macht natürlich eigentlich schon ein Fett-Ding, aber ich kann immer wieder abhauen und kann die Totems killen lassen und ich habe eigentlich kein Problem. Und hier habe ich auch diese Case gesammelt von der Properties Liga. Und habe so gute Rüstungen, so gute ab. Ich bekomme kein einziges. Ich habe sicher schon ein einziges Tab Linked. Wie heißen die? Da kann ich kurz schauen. Ich vergesse den Namen immer wieder. Fusing. Ja, aufgebraucht und nie. Ich sammle alle 6 Socks Items und tausche die dann um von den jeweils Orb ins Fusing Orb, aber nö, kommt nichts. Hier habe ich auch ganz viele Dinge schon eingesetzt, Karten. Schon viele Unique Juwels gefunden, aber momentan komme ich einfach nicht weiter. Ich finde Items auf Items, das ich nicht tauschen kann. Hier habe ich ganz sehr viele Items zum Umtauschen bei den Händlern. 5 Unix
Er gibt ein Geschenk mit einem Jungen, einem neuen Jungen, mit einem dieser Steine. Kannst du kurz zeigen? Da. Nur mit diesem Gift, also nur mit diesem Ding, wo man hier handeln kann, bekommt man auch ein Ding. Also jetzt habe ich zum Beispiel Torment Spirit, bekomme ich ein Unique Item. Und ja, das kann ich dann auch alles mal erklären. Ich werde ganz viele Videos machen, wo ich meine Tipps und Tricks zeige, damit ich auch wieder auf YouTube ein bisschen aktiv sein kann, weil für Let's Plays fehlt mir die Zeit. Ich bin voll Fußball begeistert. Ich spiele eigentlich den ganzen Tag Fußball und dann spiele ich eine Stunde am Abend und das ist perfekt, fertig. Deshalb kann ich da nicht viel machen und jetzt habe ich mal am Morgen kurz gedacht, ja, ich mache mal ein Video und spiele halt jetzt ein bisschen länger, mache auch weniger Fußball. Und ja, ich bin jetzt dran, ich sammle ganz viele Unix, eventuell mache ich ein anderes Bild oder eben wenn es gut geht, wenn ihr wirklich Bock habt, kann ich eine Gilde machen, da kann ich alles bezahlen, kein Problem. Da kann ich euch diese Legendäres auch hingeben, die könnt ihr dann einfach rausnehmen und fertig. Oder ich kann mit euch eben Videos aufnehmen oder einfach mal selber spielen. Und ja, da bekomme ich auch wieder viel mehr Bock auf Path of Exile, weil eben die Zeit fehlt und das Spiel einfach zu gigantisch ist. Ja, ich kann euch jetzt noch kurz zeigen. Ich mache natürlich auch viele Gameplay-Videos. Ich habe jetzt mal eine schwächere Map, aber mit einem schweren... Oh, ich habe die jetzt wieder hingelegt wahrscheinlich. Ich habe die doch bei mir gehabt. Ja, wo ist sie jetzt? Da unten. Das ist Desecrated Ground, das ist nicht so gut zum Zeigen. Ja, Quest Monster Damage ist jetzt nicht so schwer mit diesem Bild. Außer die Totems gehen halt schnell kaputt. Aber ich zeige euch jetzt mal Tier 7 Map. Macht die Buffs. Hier ist es auch das Problem, ich habe hier Arctic Armor, aber ich kann es nicht benutzen, weil ich irgendwie mehr Mana reserviert habe. Aus einem Grund kann ich das nicht mehr machen. Keine Ahnung. Auf einem Item war wahrscheinlich ein versteckter Stat oder so etwas. Keine Ahnung. Ja, da kann ich leider das Unique Monster nicht zeigen, weil ich glaube, das ist die Spinne, die one-hittet mich eigentlich die ganze Zeit. Also jeder im Versteck oder so. Das ist nicht so gut. Aber ihr seht, es ist so safe. Der Bild ist so safe, dass nicht mal einer, der extrem auf Defensive macht, safer. Und ich bin wirklich schlecht in der Defensive. Ich habe eine Rüstung ohne Stats, stellt euch das mal vor. Das ist mal schrecklich. Ja, die Monster machen Schaden und treffen mich komischerweise immer. Keine Ahnung wieso. Und natürlich diese Leichenspucker sind hier. Ja, habe ich eine gute Map ausgesucht. Aber ich kann jede Map machen. Komplett. Jede Map. Außer eben die Bossmonster manchmal nicht, aber das ist jetzt wirklich kein Problem. Weil die meisten Bossmonster, die werfen gar keine Items, gute Items. Ja, der Filter ist Neversinks, MF-Version. Und ja, der Skillbaum, der ist jetzt wirklich nicht speziell. Da könnt ihr alles unten in der Videobeschreibung anschauen. Der Bild verlinke ich dort, aber ich gehe nicht 100% auf den Bild. Ich habe zum Beispiel hier oben noch mehr Damage gemacht, weil ich brauche nicht so viel Defensive. Und ich habe wirklich erst ein Labyrinth geschafft, das war normal. Weil, mit so einer schlechten Rüstung und, ja, einfach Selfhand schafft man die Labyrinthe einfach nicht, weil der Endboss, also wirklich der Endboss, es gibt ja dreimal der gleiche Boss, aber die Endversion, die one-needed mich die ganze Zeit. Also egal, wo ich bin,
die one-hitted mich, weil sie irgendwie so Totems hat und ich kann nicht überall hin, weil die Fallen überall sind. Ja, die one-hitted mich in Create, dann mache ich das jetzt nicht. Jo. Sehr nette Monster, die heilen sich immer wieder. Tortur Chamber, ja, ist jetzt nicht die schönste Map. Ist, glaube ich, das Prison. Also das Gefängnis. Ich mag das Gefängnis nicht, weil es immer so viele Gänge hat. Ja, ihr seht, es ist wirklich ein Bild, wo man nicht denken muss. Und das ist gut für mich, weil ich extrem unter der Hitze leide. Weil ich unter der Hitze Fußball spielen muss. Und dann wirklich nichts mehr denken will am Abend. Aber es ist cool. Es ist, macht mega viel Spaß, das Bild. Und es ist für jeden zu empfehlen, der halt nicht immer nur Items erhandeln will. Und so. Ich habe mal ein Item erhandelt, das war noch in einer anderen Season. Und es war sowas von schlimm. Die Leute sind sowas am Fluchen und am Werbung machen, dass man eigentlich nur noch sagt, nein, nicht mehr handeln. Das ist schlimmer als schlimmer geht's nicht mehr. Jo, also, damit das Video jetzt nicht zu lange wird, beende ich jetzt das. Und werde eben jederzeit wieder Videos machen und euch ein bisschen helfen, wenn ihr auch Hilfe braucht oder einfach nur zuschauen wollt. Ich bin auf Wünsche und Vorschläge gespannt. Wenn ihr das Spiel spielen wollt und ein bisschen Hilfe braucht, ich bin jederzeit zur Verfügung. Also ich kann wirklich für eine Stunde mal nicht Fußball spielen und euch irgendwie helfen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.